Ich habe gestern einen sympathischen Tipp getroffen. Tipp? Kann man einen Tipp treffen? Vielleicht meinst du Typ? Heute zeige ich dir, wie wir das Y richtig aussprechen, sodass du diesen typischen Fehler nicht machst. Viele Deutschlerner denken, dass wir das Y wie ein I aussprechen. Und das stimmt in Fremdwörtern, die auf Y enden, wie zum Beispiel Handy, Hobby oder Pony. Aber es gibt Wörter, die das Y mittendrin haben. Und in diesen Wörtern sprechen wir das Y wie ein Ü aus, wie zum Beispiel typisch, Typ. Genauso wie in dem Wort Tür, da haben wir ein Ü, das ist genau der gleiche Laut wie in typisch und Typ. So, jetzt probiere es selbst aus. Hier sind ein paar Wörter. Wie würdest du sie aussprechen? Analyse. Psychologie. Symphonie. Olympiade. Physik. Cindy, Lydia, Party. Also denk daran, wenn das Wort auf Y endet, dann sagen wir ein I. Wenn das Y mittendrin im Wort ist, dann sprechen wir das wie ein Ü aus. Wenn du das Ü noch nicht so richtig aussprechen kannst, dann kannst du das noch mit diesem Video hier üben. Dort erkläre ich dir ganz genau, wie du die Lippen rundest und was du mit deiner Zunge machen musst, damit du das richtige Ü aussprichst und kein U oder U sagst. Und zum Schluss üben wir das Y in einem ganzen Satz. Lydia hat einen süßen, sympathischen Typen auf einer Party getroffen. Er ist Physiker und sie ist Psychologin. Natürlich hat er sie nach ihrer Handynummer gefragt. Gut, also merkt ihr, wenn das Y mittendrin im Wort ist, dann wird es wie ein Ü ausgesprochen. Und wenn es am Ende des Wortes ist, dann ist es ein I. Wenn du weiterhin die Umlaute Ü und Ö üben möchtest und sie langfristig auch lernen möchtest, dann melde dich jetzt für unsere Aussprache-Challenge an. Der Kurs beginnt am Montag und dort üben wir genau diese Vokale, genauso wie den Unterschied zwischen den kurzen und langen Vokalen. Denn damit haben viele Leute auch Probleme. Alle Infos findest du auf meiner Webseite www.germanskills.com/Aussprache-Vokale. Gut, bis dann! Fallen dir andere Wörter mit Y ein, bei denen du dir unsicher bist, wie man sie genau ausspricht? Dann schreib mir in die Kommentare und wir klären das.